Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Montag, der 1. März, die Friseure haben wieder offen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du sagst Montag, 1. März und ich gucke auf meine Datumsanzeige und denke mir so, hey, ist der behindert? Es war doch, das sollte doch jetzt der Clou sein. Ja, ich weiß, aber du hast mich nicht eingeweiht. Hallo und herzlich willkommen. Ja, also, jetzt haben wir unseren Trick verraten. Nein, wir nehmen nicht Montagmorgens 1,5 Stunden vor 7 Uhr, das wäre ja dann 5.30 Uhr, wenn ich jetzt gerade mal richtig nach Adam Riese, sondern wir bereiten das natürlich vor. Wir haben es heute Freitag, den 26. Februar 18.51 Uhr für die Korinthenkacker unter uns. Herzlich willkommen. Neue Woche. Neues Glück. Es ist neuer Monat. Der perfekte Monat Februar ist vorbei. Oh ja, für jeden Monk ein guter Monat. Für alle, die es noch nicht verstanden haben, der Februar ist der einzige Monat, oder ich weiß leider nicht, ich habe leider nicht nachgeschaut oder nicht recherchiert, ob es eine Zählung gibt, seit wie vielen Jahren es wieder der perfekte Monat ist. Aber Februar ist deswegen der perfekte Monat, weil er auf einen Montag am 1. Februar beginnt, genau 4 Wochen geht und am 28. auf einen Sonntag endet. Das ist ein perfekter Monat für alle Leute, die so ein Problem à la Monk haben. Ich zähle übrigens dazu. Deswegen mag ich diesen Monat. Okay. Jetzt ist er leider vorbei. Der Monat März startet zumindest mit einem Montag. Und vor allem die wichtigste Nachricht, die Schlagzeile überhaupt. Und das wird jetzt wahrscheinlich, egal ob ihr es jetzt zum Sat.1-Frühstücksfernsehen parallel uns hört oder wann auch immer, vielleicht sogar in der Schlange von dem Friseur an sich, wo ihr jetzt nach, ich weiß es gar nicht, nach 2 Monaten? Wann haben die denn die Friseure zugemacht? Vor Weihnachten? Die sind wieder super vorbereitet. Die müssen im Dezember müssen die geschlossen worden sein. Wenn sie nicht schon zum November geschlossen waren, nee, dann muss es Dezember gewesen sein, weil ich im September, nee, im Dezember haben sie es angekündigt, dass sie es machen. Also 1990 bin ich nochmal das letzte Mal beim Friseur gewesen und sehe, das sieht verdammt gut aus. Die haben das mit den verschärften oder mit den aktualisierten Regelungen kurz vor Weihnachten haben sie das umgesetzt, dass die Friseure schließen müssen. Weiß ich daher, weil ich mir am 20. die Haare geschoren habe, weil ich keinen Termin mehr bekommen habe. Also sind wir jetzt bei quasi 3 Monaten. Sehr schön. Hast du dir jetzt schon einen Termin geben lassen? Das wird ja versteigert zu unglaublichen Preisen, habe ich gehört. Den ersten Termin 0 Uhr und 1 Minute machen ja die ersten Friseurläden tatsächlich jetzt schon auf. Hast du schon einen Termin? Nee, meine Haare sind noch kurz genug. Ich habe die ja im Januar nochmal nachscheren lassen. Das hat gereicht. Also deswegen, die sind jetzt noch nicht so lang. Ich halte es noch ein paar Tage aus und wenn der erste Ansturm vorbei ist, kann ich überlegen, ob ich hingehe und um einen etwas besseren einen etwas deutlicheren Haarschnitt bitten. Ja. Das zumindest ist der Plan. Mal gucken, was die Inzidenzzahlen und unsere Politiker zu dieser Idee sagen. Ja, mein Plan wäre letztes Wochenende gewesen, wenn ich dann nicht tatsächlich innerhalb von einem Jahr Corona das zweite Mal inzwischen Kontaktperson zweiten Grades gewesen bin. Toi, 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 hier mal aufs Holz geklopft. Bisher würde ich fast sagen, ist das hier relativ gut gegangen, weil wenn nicht, hätte ich tatsächlich die britische Variante ausprobiert, höchstwahrscheinlich, weil die Kontaktperson ersten Grades Kontakt zu jemandem mit der britischen Mutation hatte. Hier, die sich ja auch immer weiter ausbreitet. Ich hatte das neulich irgendwo gelesen gehabt. Praktisch, ich glaube, 50% oder 60% der Neuansteckungen sind die britische Mutation und die ist ja noch ein bisschen weniger gut erforscht gegenüber der tatsächlichen klassischen Coronavirus und soll ja auch deutlich aggressiver sein, beziehungsweise auch jetzt noch stärker die Kinder betreffen. Also aus Großbritannien ist ja zu erfahren, dass
Es ja auch diese Post-Corona-Erkrankungen deutlich zunehmen. Also viele Kinder sind jetzt offensichtlich nach einer Corona-Erkrankung mit einer seltenen, unbekannten Krankheit auf die Intensivstation auch 2 Wochen oder 3 Wochen später eingewiesen worden. Mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Ah, okay, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Ich muss aber auch zugeben, ich beschäftige mich mit dieser ganzen Corona-Thematik relativ wenig, wenn ich kann, weil ich auf Arbeit ständig damit zu tun habe. Und dass das jetzt so, also dass es jetzt auch so kinderübergreift, sage ich mal, das habe ich tatsächlich gar nicht mitgeschnitten. Gut zu wissen. Aber wir wollen ja keine Corona-Folge machen. Ich glaube, wir haben heute auch tatsächlich kein klassisches Corona-Thema, sondern maximal trifft uns das rudimentär am Sekundär, Rande. sekundär, wir schneiden, ja, also. Wir schneiden es, Anne. Aber vorneweg, es gab mal wieder Post und wir meckern ja hier viel über negative Post, die uns zur Verfügung oder zur Verfügung gestellt werden, die wir als Kritik bekommen. Ich habe was ganz Witziges bekommen und zwar sind die Sicherheitsphilosophen offensichtlich auch geeignet als Trinkspiel. Ich muss mal diese Folge tatsächlich achten und das würde ich dich auch mal bitten. Tatsächlich sehr, sehr häufig das Wort tatsächlich, und ich habe es gerade in diesem Satz auch schon zweimal benutzt, sagen. Und wir haben einen Zuhörer, vielen Dank für deine Treue an dieser Stelle und vielen Dank auch mal fürs Auszählen. In der letzten Security News Folge, also vom letzten Montag, ist tatsächlich, ja, ein tatsächlich, Gott, pro angefangener Minute gekommen. Nicht dein Ernst. Doch, ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Also nächstes Betriebsgeheimnis, wenn wir die Folge abgenommen haben, abgemischt haben und fertig geschnitten haben, höre ich mir unsere Folgen nicht nochmal an. Was mir aber selber auffällt, ist, während ich spreche, dass ich in den letzten Wochen sehr viele Ams benutze oder immer wieder, wenn ich noch denke, während ich rede. Und jetzt benutzt du tatsächlich Genau, als als Filler, oder Lücken, was? ja. Weil Das hat ich, tats das hat tatsächlich, tatsächlich? tatsächlich, ja, tatsächlich. Das hat mein Deutschlehrer auf der, ich weiß gar nicht, war das im Abiturjahrgang? Nee, ich glaube, das war noch da drunter, Richtung MSA damals, hat das mal erzählt. Oder hatte, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen. Ich glaube, irgendwer hatte in einer Hausaufgabe, die er vorlas, hatte er sozusagen eingebaut. Und da hat sich unser Deutschlehrer damals immens drüber aufgeregt, nämlich mit der Begründung, dass sozusagen quasi kein Wort sei, nach seiner Definition, weil sozusagen nichts aussagt. Also es hat halt keinen wirklichen Sinn, das Wort, sondern es ist quasi nur ein Bindeglied zwischen zwei eigentlichen Aussagen, die du triffst, und somit auch nur ein Füllerwort, sodass du quasi sozusagen als Wort nicht nutzen kannst, weil es keine Bedeutung hat, sondern es nur benutzt, um mehrere Sachen miteinander zu verbinden. Hatte sich da in dem Zusammenhang sehr drüber aufgehangen. Und jetzt, wo du sagtest, dass du besagtes Wort als Filler benutzt, wenn du keine Ems mit einbauen willst, dachte ich mir gerade, das erinnert mich irgendwie stark an diese Geschichte. Genau. Ja, es ist aber letztendlich auch so. Du musst, also, das sind ja auch also ein und das noch fünfmal ziehen. Ich finde das selber total unangenehm. Manchmal ist das aber einfach so, wenn du irgendwie zwei Sätze miteinander verbindest oder gerade noch dabei bist, einen Gedanken zu spinnen, der ja noch nicht den Satz vielleicht vervollständigst. Und ja, tatsächlich ist jetzt nicht das erste Wort, das ich benutze. Es gibt auch so Wörter, die ich ganz gerne nutze, wie am Ende des Tages oder schlussendlich oder sowas. Das sind genau das Gleiche, aber ich finde die Worte immer noch angenehmer als M. Und ja, ich denke mir was Neues aus. Findet's raus, was das nächste krasse, neue, trendige Wort ist. Allerdings ist es auch so, habe ich damals auch in der Uni gelernt, dass es manchmal gar nicht verkehrt ist, wenn du ein M auch in einem Vortrag hast oder so. Okay. Weil im Endeffekt ein M ist ja nicht, dass du dumm bist oder nicht weiter weißt oder weiß ich nicht, eine Lücke in deiner Präsentation hast, sondern M überbrückt die Zeit, bis du quasi weitermachst. Und da sagte unser Dozent damals, nutzen Sie halt ruhig weiter M, durchaus, also natürlich nicht in übermäßigem
Mars. Ich weiß nicht, da gibt es eine Folge von How I Met Your Mother, wo ein Trinkspiel auf ABBA-M gemacht wird, weil Robin Scherbatzky in ihren Interviews ABBA-M sagt. So oft solltest du es nicht benutzen. Es ist aber durchaus ein, also sagte er damals so, wird heute bestimmt immer noch so sein. Es ist in der Präsentationsform durchaus ein rhetorisches Mittel. Wahlweise kannst du auch gar kein M sagen. Das muss man sich halt anerziehen, weil das nun mal so, ich sag mal, verhaftet ist bei einem. Er sagte aber auch, man kann halt anstatt M einfach wirklich bewusst diese Pause machen. Weil die dann da halt gerade hingehört. So rein von deiner Gedanken, von deinem Gedankengang. Und dass du dann dadurch quasi das eine Kapitel abschließt und dann ins nächste Kapitel gehst. War ganz interessant. Ja, absolut. Nicht tatsächlich, sondern Ich fand's spannend. Ich finde also, was mich halt an dieser ganzen Sache freut, ist, dass wir so aufmerksame Zuhörer haben, die uns dieses Feedback widerspiegeln. Und ja, also Das haben es wir bei ist einer Schule auch gemacht. Wir haben in der 10., nee, das war im Abiturjahrgang, in der 11., haben wir ja Schüler von anderen Schulen gekriegt. Ich war auf einer Gesamtschule. Ich bin quasi aus der 10. einfach auf die 11., in die 11. gewechselt und dann kamen halt neue Schüler dazu. Und wir hatten so ein Mädel. Ich habe keine Ahnung, was sie heute macht. Es wird mich tatsächlich echt interessieren. Die war nach meinem Dafürhalten und auch nach dem Dafürhalten von vielen anderen echt doof. Also die hatte wirklich, also wirklich, die hatte Stroh im Kopf. Hallo Chantal, wenn du uns hörst. Nee, ich weiß leider, nee, die hatte einen asiatischen Einschlag. Die hatte auch irgend so einen Namen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Asiatischer Einschlag oder Pearl Harbor? Nein, Kam nein, jetzt also gerade so. ich weiß leider, ich glaube, die hatte koreanische Vorfahren oder so. Und also das hast du ihr halt auch angesehen. So. Und die hat in ihren, also die war wirklich nicht helle, die war halt auch so ein typisches, weiß ich nicht, Modepüppchen. Ne, die hatte immer die neuesten Sachen und ja, also das war so ein richtiges Püppchen. Und die hat sich, also eins von den Dingern war, die war halt bei uns vor der Schule und irgendwie nach einem halben Jahr kam die plötzlich mit einer Brille an. Hat eine Brille, aber immer nur ganz selten getragen. Und dann hat irgendwer sie mal gefragt, ey, warum trägst du eigentlich jetzt eine Brille? Hast du schlechte Augen? Nein, aber mit einer Brille sieht man intelligenter aus. Und mir ist aufgefallen, Leute mit einer Brille kriegen bei Vorträgen eine bessere Note, deswegen trage ich jetzt auch eine Brille. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bewiesen war, ja, dass sie dafür wirklich eine Quelle angeben konnte, aber sie war der festen Überzeugung. Und bei Präsentationen, die sie gehalten hat, hat sie auch ganz viel Ähm gesagt, also extrem viel. Dann hatte sie noch ja und oder ja genau und also. Und bei irgendeinem, das war im Chemieunterricht, da hat die das wieder, also hat die wieder einen Vortrag gehalten. Das war kein guter Tag für mich. Da habe ich mir einen Zettel genommen und habe mir notiert, jedes Mal, wenn sie ähm, ja genau oder also sagt. Bin am Ende, glaube ich, auf über 100 Äms gekommen in einem 20-Minuten-Vortrag. Locker 50 ja genau. Und weiß ich, wie viele, also. Die hatte wirklich jedes Mal so ein Brainlag, wenn die auf ihre Karten geguckt hat, auf ihre Karteikarten, dann hat die irgendwas erzählt, dann kam so ein, weil sie den Punkt nicht auf ihrer Karte nicht mehr gefunden hat, dann hat sie den Punkt gefunden, ja genau, hat weitergesprochen und meistens als Zusammenfassung kam dann meistens noch ein Also dahinterher. Also wir haben, glaube ich, im Ende, ich weiß nicht, die hat ihre drei Dinger, da hat die in einem 20-Minuten-Vortrag, ich glaube, weit über 200 bis 300 Mal benutzt. Hätten man auch ein Trinkspiel draus machen können, aber nach 20 Minuten wären wir komplett Hacke gewesen. Das wollen wir ja nicht. Du bist übrigens mein Statistikguru heute, der Mensch der seltsamen Statistiken. Ich? Ja, Warum ich? gerade das und vorhin die Frage darauf, dass du mal wissenschaftlich nachprüfen möchtest, wie oft wir perfekte Monate haben. Das ist so. Mach das mal in der nächsten Folge. Ich schreibe es rein in unseren Regieplan. Vielleicht kannst du uns da erhellen. Ich habe aber so unglaublich viel noch auf meinem Zettel stehen. Die wichtigste Frage, wir haben schon jetzt den abgeschlossenen zweiten Monat in diesem Jahr. Hast du deine Steuer schon gemacht? Nein, ich Machst du lasse meine überhaupt Steuer Steuer? machen. Du lässt deine Steuer machen, okay? Ja. Hast du einen Steuerberater? Ich habe innerhalb der Familie, beziehungsweise nicht unbedingt innerhalb der Familie, aber über Familie Bekannte oder einen Bekannten, der
Ja, so ein richtig, also das klingt jetzt doof, aber ist es gar nicht. Der ist so ein richtiger Steuerfanatiker. Okay. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob der da in dem Bereich irgendwie mal gearbeitet hat oder so. Aber der kennt offensichtlich Mittel und Wege, um Geld aus der Steuer zurückzubekommen, die, weiß ich nicht, auf die du als, ich sag mal, 0815-Bürger nicht kommst. Und der, also ich habe den auch nie gefragt, ob er meine Steuer machen möchte. Der hat für meine Mutter immer die Steuer gemacht. Irgendwann hat er dann für meinen Bruder halt die Steuer auch gleich mitgemacht. Und für meinen zweiten Bruder, als er gearbeitet hat, hat er die Steuer auch mitgemacht. Und dann hat er sich immer gleich erkundigt, ja, was ist denn mit Raphael? So, und zu der Zeit war ich dann halt erst studieren, hat er gesagt, ja, nee, Studium, da brauchen wir keine Steuer machen, das macht keinen Sinn. Und dann hatte ich halt die Sachen gesammelt, von meinen Arbeitssachen. Und dann hat er mir für die, was ja immer, ich glaube, 5 Jahre Zeit für Steuer. Dann hat er mir quasi für 4 Jahre rückwirkend die Steuer gemacht und hat mir dann einen Batzen Geld rausgeholt. Respekt, ja. Also ich habe ihn nie gefragt. Ich bin ihm natürlich total dankbar. Also ich will mich da überhaupt nicht beklagen. Aber der hat irgendwie extrem Spaß daran, die Steuer zu machen. Das ist schön. Ja, ich Also habe. du kriegst ja auch mal einen Bescheid von der Steuer und er fordert den, also er will den dann auch immer sehen. Dann guckt er immer drauf und sagt auch, nee, nee, die haben mir was abgezogen. Nee, das können die nicht abziehen. Ja, da werde ich Einspruch einlegen. Dann kriegst du nochmal Geld von. Also ich krieg irgendwie, wenn er mit der Steuer durch ist, ich krieg einmal quasi die Steuerrückerstattung. Dann bekomme ich meistens noch einen zweiten Bescheid, weil er halt Einspruch eingelegt hat. Und dann bekomme ich mindestens nochmal eine zweite Zahlung von ein paar Euros, weil er dann quasi Einspruch eingelegt hat, weil sie das nicht einbehalten dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Und also der Mann macht seine Sache echt gut. Wenn der in dem Bereich gearbeitet hat, verstehe ich nicht, warum der nicht Milliardär ist. Ach, genial, genial. Nee, ich hab heute tatsächlich angefangen, was mich tierisch stört. Ich weiß es nicht, wie es den anderen geht, aber ist, dass du ja praktisch das ja das Elster-Programm, was ich übrigens sehr geschätzt habe, ja abgeschafft ist dieses Jahr und du das nur noch online machen kannst. Und ich finde, online mein Elster ist einfach der total letzte Rotz. Sich da durchzuklicken, ist wirklich tödlich, vor allem wenn du dann eben auch noch mal aus selbstständiger Arbeit dort, so wie ich das machen muss, dann noch was abrechnen musst. Wobei die selbstständige Arbeit, die Abrechnung der selbstständigen Arbeit funktioniert deutlich besser als deine Lohnsteuer, die du da noch eingeben musst. Ja, werde ich mich jetzt mal die Woche noch mal setzen. Ich habe gelernt, dass diese Homeoffice-Pauschale der eine totale Verarsche ist. Weil diese Homeoffice-Pauschale. Homeoffice-Pauschale? Gibt eine Ja, Homeoffice-Pauschale? es gibt eine Homeoffice-Pauschale von, ich glaube, das ist eine Höhe von 600 Euro, Okay. die sie jetzt ganz großspurig erklärt haben, dass man ja aufgrund der höheren Kosten, die du im Homeoffice hattest, etc., etc., dass du ja jetzt auch da steuerlich erleichtert werden sollst. Das Thema ist nur, für diejenigen, die sich damit auskennen, aber ich habe heute auch noch ein ganz anderes, größeres wirtschaftliches Thema dabei, aber dazu kommen wir dann gleich auch nochmal. Wenn du praktisch deine Werbe, die Homeoffice-Pauschale greift erst, wenn du deine Werbekostenpauschale von, ich glaube, das sind 1000 Euro, ausgeschöpft hast. Also wenn du nachweisen kannst, dem Finanzamt, gegebenenfalls auch durch Belege, dass du praktisch über die 1000 Euro Werbekosten kommst, was ich sagen muss, trifft wahrscheinlich nur auf einen Bruchteil zu, dann wird praktisch darauf dann nochmal die 600 Euro Homeoffice-Pauschale draufgerechnet. Ja gut, aber wir müssen mal kurz unterscheiden. Also Homeoffice-Pauschale gibt es offensichtlich nur für Selbstständige, so wie Nein, nein, dich. nein, 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 für alle Arbeitnehmer. Aber warum sollte ich denn Werbekosten haben? Naja, weil Werbekosten ja eigentlich allgemein ist ja Werbekosten nicht Werbungskosten, sondern Werbekosten, da kannst du sowas auch runterbringen wie Kontoführungsgebühren, Studium, Aus- und Fortbildung etc., wenn du Bewerbungskosten hattest etc., das fällt alles unter Werbungskosten. Nicht Aha. unter Werbung Na Marketing halt. wie Marketing, sondern das sind halt alle Ausgaben, die direkt im Zusammenhang mit deiner Arbeit stehen, die du halt brauchst. Genau, also alle Werbekosten, ich lese es hier gerade, Werbekosten sind Aufwendungen, die der Erwerbung, Sicherung und Erhalt von Einnahmen dienen. Da eben auch
Bewerbungsunterlagen, wenn du da Kosten hast, oder Studiengebühren oder Kontoführungsgebühren etc. Da, wenn du dann praktisch die 1000 Euro erreicht hast, die dir ja sowieso pauschal als Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, wenn du die erreicht hast, dann greift erst die Homeoffice-Pauschale, ansonsten sind die 600 Euro Homeoffice-Pauschale da drin, in den 1000 Euro schon drin, und ja, das hat, ja, ärgert mich so ein bisschen, weil es keine wirkliche Erleichterung ist, weil du immer noch diese Arbeitsplatzregelung hast. Arbeitsplatz abzurechnen ist sowieso schwierig, wenn du an dem Arbeitstisch sitzt, den du dir, weiß ich nicht, vor 10 Jahren gekauft hast und dort jetzt auf Arbeit auch arbeitest, kannst du nicht mal teilweise deinen Arbeitsplatz abrechnen. Ansonsten vieles kriegst du gestellt, und dann nachzuweisen, dass du, weiß ich nicht, 500 Kilowatt nur für den Arbeitslaptop benutzt hast, weil du mehr Strom, ja, also Arschlecken an dieser Stelle. Mal gucken, was ich noch so ein bisschen raushole. Momentan ist meine Vorschau ganz gut. Die wird dann auch noch verrechnet werden mit der selbstständigen Arbeit. Aber jedenfalls sieht das hoffentlich so aus, dass das, dass ich durch meinen Lohn schon deutlich mehr Lohnsteuer gezahlt habe, als ich es hätte müssen. Okay, die Daumen, dass es gut wird. Ja, letztes Jahr habe ich 21 Euro bekommen, also von daher hoffe ich jetzt, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr ist. Dann habe ich mich heute gefreut, das ist aber dann tatsächlich das Letzte, was ich in Labarababa, das sollte die neue Rubrik vielleicht sein. Ich habe heute ein wirklich spannendes Buch, auf das ich mich echt lange gefreut habe, bekommen, meine Wochenendlektüre. Dirk Labs Staatsfeinde in Uniform ist von einem was ist der denn eigentlich? Eigentlich ist er Rechtsextremismusforscher, glaube ich, aus Hamburg. Genau, recherchiert für das Thema Terrorismus für das ZDF, hat mehrere Filme gemacht, hat diesen ganzen NSU-Komplex recherchiert, hat diverse Szenarien jetzt auch nachvollziehen können, die KSK-Soldaten, Elite-Polizisten, Tag-X-Netzwerke, über das, was wir alle schon gesprochen haben. Ist ein wirklich fettes Buch, aber ich freue mich tatsächlich sehr darauf, das morgen anfangen zu können, an einem hoffentlich ruhigen, schönen Wochenende. Aber das so viel vorneweg von mir. Dann habe ich fast meinen Zettel abgearbeitet. Sehr schön. Wollen wir zu den Quickies gehen? Ja, lass uns zu den Quickies gehen. Die News-Quickies. Und da würde ich heute bei diesem letzten Ding, ne, bei diesem didim, das klingt so, als wenn du irgendwie Nachrichten auf dein Handy aufploppen. Ja, als wenn du auf dein Handy irgendwie 5 Nachrichten geschickt hast und es ans Mikrofon gehalten hast. Nee, das ist tatsächlich bei YouTube runtergeladen aus der Soundbibliothek. Alter. GEMA okay. Frei. Sehr schön. Ich habe tatsächlich eine fast brandaktuelle News, die ich gestern Abend auch getwittert habe. Ich war bei einer Veranstaltung. Kurzer Einwand. Ich glaube, ich habe mehr Quickies als du. Soll ich anfangen, damit wir dich mit einbinden können und das nicht so aussieht, als wenn ich die ganze Zeit laber? Dafür laber ich ziemlich lang. Apropos, fällt mir gerade ein, muss ich nochmal kurz unterbringen, auch wenn wir schon an Smalltalk vorbei sind. Ich soll dir herzlichen Dank ausrichten von unserem VIP-Zuhörer. Von der VIP-Zuhörerin, weil wir haben ja jetzt auch einen VIP-Zuhörer, der tatsächlich zählt. Tatsächlich, du hast recht. Richtig, also du hast eine VIP-Zuhörerin, ich habe einen VIP-Zuhörer inklusive Frau. Ja, aber von unserer VIP-Zuhörerin soll ich dir ein liebes Dankeschön für die Grüße ausrichten aus der letzten Podcast-Folge. Das freut mich, und ich habe sie immer noch nicht persönlich kennengelernt. Corona sei Dank. So. Dank? Ich mache mir jetzt ein Astra auf. Was war denn jetzt? Also lass mich ganz kurz nur diese News, die auch gar nicht bei uns im Regieplan drin steht. Ich stehe noch auf meinem Schmierzettel hier, den ich hier habe. So, da habe ich ihn, da habe ich ihn durchgestrichen. Ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung gewesen, virtuell natürlich, wo auch Dr. Olschok, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich nicht mehr Vorsitzender, der ist abgelöst worden als BDSW-Vorsitzender, weil der jetzt langsam auf Rente zu steuert. Wenn nicht, tue ich ihm jetzt Unrecht, aber er ist von mir gewöhnt und verdreht die Augen, wenn ich zu sprechen anfange. Aber anderes Thema. Fast brandaktuell
gestern Abend schon rausgehauen über die sozialen Medien, das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, über das wir schon gesprochen haben und tatsächlich die ein oder andere Newsfolge hier auch schon hatten, die ich euch natürlich an dieser Stelle hier verlinke, wird in diesem Jahr nicht mehr kommen. Ziel war es ja der aktuellen Regierung in dieser Legislaturperiode, das Sicherheitsdienstleistungsgesetz auf die Beine zu stellen. Das wird jetzt, war ja auch erwartungsgemäß, im Herbst letzten Jahres hat man damit angefangen, nachdem man ungefähr 3 Jahre hat verstreichen lassen und dann innerhalb eines Dreivierteljahres, weil ab Sommer wird nicht mehr viel passieren, sondern wird nur noch Wahlkampf sein, dass auch nochmal spannend wird, wie der in Corona-Zeiten stattfinden wird. Von daher wird nicht viel passieren. Ich gehe auch ganz stark davon aus, darauf kann man mich an dieser Stelle auch festnageln, wir werden in die gleiche Koalition weitergehen. Also von daher wird das jetzt nicht eine großartige Frage an dieser Stelle sein, kommt das oder kommt das nicht. Das kommt halt etwas später als vorgesehen. Und dann würde ich dir das übergeben, weil du darfst jetzt zu deinen News erzählen. Ich darf jetzt zu meinen News erzählen, alles klar. Fangen wir mit dem... Ich überlege gerade. Ach komm, ich fange mit dem mehr oder weniger aktuellsten an. Leute, die in Berlin wohnen, haben es mit Sicherheit mitbekommen. Am 19.02., also genau vor einer Woche, man siehe und staune, ist in Berlin, man kann an dieser Stelle tatsächlich sagen, mal wieder ein Geldtransporter überfallen worden. Und zwar helllichter Tag auf einer deutlich belebten Straße, nämlich am Kurfürstendamm. Darf ich dich kurz unterbrechen für alle, die uns auf YouTube zusehen? Ich spiele kurz nur das Video ein, während du erzählst. Ach so, ja, super. Wie Sie hier sehen können, sehen Sie BSR-Mitarbeiter. Nein. Ja, da ist wieder mal, so doof das klingt, ein Geldtransporter überfallen worden. Man vermutet an dieser Stelle wieder, dass die Männer oder dieser Überfall aus dem Clan-Milieu kommt. Das hatte man bei einigen anderen Überfällen auch im letzten Jahr schon mehrfach vermutet. Die BZ hat dazu tatsächlich aufgestellt, dass es in 8 Monaten 7 Überfälle auf Geldtransporter und Banken gab. Also das Ganze ging los. Haben Sie hier einen Fehler drin? Hier steht was anderes drin. Moment, jetzt verwirrst du mich. Genau, der Tagesspiegel schreibt, die erste Bank wurde quasi im Februar 2020 überfallen, ging dann weiter mit Dezember 2020. Es gab noch einen zweiten Überfall, Dezember 2020, im August 2020, Juli 2020, Juni 2020. Ah, okay, die haben das nicht richtig richtig sortiert, gab es Überfälle auf eine Geldbank, auf eine Bank oder auf einen Geldtransport. Geldbank ist auch ein schönes Wort. Ja, es ist, weißt du Bescheid. Genau, bei dem, hatte Florian mich vorhin nochmal darauf hingewiesen, bei dem einen versuchten Überfall auf eine der Banken gab es sogar einen Schusswechsel zwischen den Tätern und den Geldtransporteuren. Und man witzelt jetzt so ein bisschen, oder was heißt was, man witzelt, man munkelt und einige witzeln halt darüber, dass die Clans offensichtlich ein wenig Geldnot haben und deswegen zu solch risikoreichen Aktionen greifen, denn andere Geschäftsfelder, die sie normalerweise bedienen, sind aktuell aufgrund von Corona relativ schlecht bedient. Also Prostitution, Drogenverkauf ist momentan schwer, Wettbüros sind geschlossen. Schutzgeld kann man schlecht einfordern, wenn keiner da ist, den ich dafür hauen kann. Und das Gleiche gilt halt auch für Shisha-Bars, die sind auch geschlossen. Auch wenn es hier den ein oder anderen inzwischen prominenten Videoclip gibt, wo man darum bittet oder Merkel auffordert, die Shisha-Bar wieder aufzumachen. Die Geschäfte laufen gerade aktuell nicht so, weswegen man jetzt davon ausgeht, dass diese Überfälle deswegen quasi zustande kommen, dass diese Herrschaften sich an ihren Lebensstandard gewöhnt haben und diesen nicht aufgeben wollen und sie dann halt zu solch risikoreichen Aktionen greifen. Wenn ich mich nicht irre, aber inzwischen, also wenn wir jetzt von 8 Überfällen reden, sie, glaube ich, in fast jedem erfolgreich waren, oder?
Bundesplatz dürfen sie nicht erfolgreich gewesen sein nach der Schießerei. Ich weiß nicht, Hermannplatz war ja auch was gewesen. Da haben sie ja zwar Pfefferspray versprüht, jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, ob sie am Hermannplatz tatsächlich sind sie auch ohne Beute, ja. Ja, also was ich hab mich jetzt. Das wären jetzt 2 von 8 Fällen, also. Ja. Da ist die Quote immer noch gut. Ich habe mich jetzt diese Woche, weil ich gerade privat nochmal, also was heißt privat, ist ja beruflich privat, tatsächlich nochmal ein anderes Projekt am Start habe, worauf ich mich sehr freue, ist, aber habe ich mich mal nochmal mit dieser Corona-Thematik, Entwicklung, Hinweise und auch das, was ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt habe zum Thema Impfzentrum, damit beschäftigt und es ist ja krass, das, was du gerade sagst, kann ja nur damit unterstrichen werden. Interbol. Ich habe 2 Schlücke von meinem Astra getrunken. Okay. Interbol und BKA und Bundesinnenministerium warnen sehr ausführlich seit ungefähr einem halben Jahr davor, dass die organisierte Kriminalität in Gottes Willen zentert das Ding. Das ist die organisierte Kriminalität. Oh, nur 2,5. Das spricht jetzt nicht für mich. Die organisierte Kriminalität Geld verdienen muss. Alles das, was du gerade gesagt hast. Und das ist ja, ich glaube, wir können momentan in Deutschland Glück haben, dass wir noch nicht den Impfstoff in dem Maße ausgerollt haben, wie es eben andere Länder haben. Ich bin total erschrocken. Das ist ja neulich auch in meinem WhatsApp-Status gesehen, dass so Länder wie auch wie kleine Inseln und sonst irgendwas, wo du sagst, okay, über die würdest du wahrscheinlich belächeln in der Vorbereitung, aber dass das genau diese Länder sind, die deutlich weiter mit ihrem Impfstatus sind als Deutschland und zwar teilweise schon die vielleicht in der Erstimpfung die 100% erreicht haben. Ja gut, aber da reden sich ja dann mit raus, dass es kleinere Länder sind, die haben viel weniger Verwaltungsaufwand, die Leute sind ganz anders eingestellt, andere Kultur, ja. Pipapo. Also da weiß Deutschland sich mit Sicherheit heraus. Richtig, richtig, hat man ja auch erlebt. Genug von erlebt. Deutschland kann man in der Hinsicht ja nicht mehr reden, sondern eher von den Politikern Deutschlands, die in meinen Augen dieses ganze Hin und Her gerade ziemlich verkacken. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, war eher die Thematik zu sagen, naja, guck mal, wenn das, womit du momentan richtig Geld verdienen könntest wahrscheinlich, und das schreibt ja auch Interpol und das Bundesinnenministerium, ist halt der Impfstoff. Und wenn du den schaffst zu stehlen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, dann würden auch zu 100% die Länder zuschlagen, die es tatsächlich noch nicht in der Lage waren, dort irgendwie sich mit Impfstoff oder ausreichend Impfstoff zu versorgen. Und wir haben es in Deutschland noch nicht und deshalb nur kurz, um diesen Gedanken nochmal zu Ende zu spinnen, wir haben es in Deutschland momentan noch nicht und seien wir mal ehrlich, die Thematik Geld- und Werttransport, ja, also nichts gegen die Kollegen, die dort im Einsatz sind, aber die Anforderungen und die Qualifikation und die Ausbildung und vor allem die Ausrüstung ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich da mit einem Revolver gegenüberstehe, wo ich vielleicht noch 6 Schuss habe. Wenn du Glück hast, 9 oder 12. Ja. Kommt auf die Ausführung an. Also es gibt Revolver, soweit ich weiß, mit, die haben ja immer so ein Trommelmagazin, ja, oder so eine Trommel. Die gibt es, soweit ich weiß, mit 6, 9 oder 12 Schuss. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was für welche die benutzen. Ich tippe immer auf ein 6 oder 12. Was auch an dieser Stelle unerheblich ist, wenn du gehört hast, dass diese Woche Spezialeinsatzkommandos in Berlin, ich weiß gar nicht, hast du das noch auf deiner Liste drauf? Sonst verrate ich jetzt gerade zu viel, beim Clan Kriegswaffen ausgehoben haben. Und wenn, ja, habe ich noch mal. Okay, dann erzähle ich nicht zu viel, aber das ist ja genau dieser Personenkreis, dem man das diese Überfälle auch zuschreibt. Und das ist dann völlig egal am Ende des Tages, ob du da 6 oder 12 oder 16 Schuss hättest, eine Handfeuerwaffe gegenüber einer Kalaschnikow. Ich glaube, da kannst du auch mit der Banane schmeißen. Na, bei dem einen Überfall auf den Geldtransporter, wo sie sogar noch an dem Fahrzeug angefangen haben, die Tür aufzuschweißen, da waren die doch, glaube ich, auch mit Alexanderplatz, ja. Da waren sie doch auch mit Schnellschusswaffen. Ja, wo ja einer der Täter freigesprochen werden musste wegen Mangel an Beweisen. Eigentlich auch ein Witz. Ja, aber also ich habe einen Revolver nie geschossen,
Ich habe nur von, ich weiß leider nicht von wem, aber ich glaube, zu meiner Bundeswehrzeit hat es mal einer erzählt, oder danach, dass die die Revolver gerne benutzen, weil du die relativ gut handeln kannst. Also sowohl wohl, also Revolver handeln im Sinne von, dir kann das Magazin nicht rausfallen, weil Wupp. diese Trommel. Ich bin, also die haben, je nachdem, was für ein Kaliber die haben, haben die zwar einen starken Rückstoß, aber du kannst mit denen wohl sehr präzise schießen, hat mir irgendwer mal gesagt. Das könnte ein Grund sein, warum sie da, also ich habe auch noch nie einen Geldtransport gesehen, der nicht einen Revolver benutzt. Ich habe die bisher immer nur mit Revolver laufen sehen, also noch nie eine halbautomatische Pistole, also weiß ich nicht, hier so P226 wie bei der Polizei damals oder weiß ich nicht, P8 wie bei der Bundeswehr. Ja. Was Keine aber, Ahnung, wenn du dir warum. einfach die Systematik der Raubüberfälle ansiehst, die sind halt einfach in einem krassen Vorteil. Der Täter weiß, wann er zuschlägt. So, und wenn der nicht unbedingt dir gegenüber mit, weiß ich nicht, der Krücke von Oma Erna steht, die du vielleicht noch abwehren kannst, dann bist du immer im Nachteil. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, Geld- und Werttransport verdient doch noch mal ein Stückchen mehr als Separatwachdienst. Aber selbst wird auch da nicht die hunderte Euro sein. Und das ist nicht dein Geld, das du da beschützt. Also von daher kann ich das schon verstehen, wenn du dann sagst, ja, nimm alles mit, soweit du willst. Was mich halt immer wieder überrascht, ist die Thematik. Und ein bisschen habe ich mich ja zu unseren gemeinsamen Zalando-Zeiten ja auch mit Geld- und Werttransport beschäftigt, nachdem wir das ja auch für den Einzelhandel oder beziehungsweise die Administrative, als ich die Administrative für den Einzelhandel übernommen habe, dass uns ja immer da wieder erzählt wurde, wie gut das Geld gesichert ist mit Farbbomben und mit Alarmsicherung und ach, was weiß ich nicht, alles da drin. Das scheint ja, wenn du dir das Video angeguckt hast, ja, also wenn ich das Geld da tatsächlich bündelweise in einen großen Sack reinschmeißen kann, ja, dann Aber da gibt es doch extra Vorrichtungen. Also, dass, wenn du die Kassette, die Geldkassette da loslässt, dass dann quasi ja. Farbbeutel Ja, das ist ja das, ausgelöst was ich ja werden. gerade meine. Also gut, ich kenne das aus meiner Hauptbeschäftigung gerade, warum jetzt muss ich mal gucken, wie ich das vorsichtig formuliere. Ich formuliere es gar nicht, ich sage einfach nur, es gibt im asiatischen Raum tatsächlich Geldwäschereien und da meine ich Geldwäsche nicht an von im wirtschaftlichen Sinne von dreckig zu sauber, sondern tatsächlich von mit Farbpatrone zerstört zu oder vermeintlich zerstört und eingefärbt zu wirklich sauber sauber, also richtig waschen mit Vorgängen und sowas. Das ist jetzt auch nicht das Mittel der Wahl, aber einfach ja allgemein betrachtet und allgemein gesehen finde ich, ist das einfach ja, also da müssen auch neue Strategien sich ausgedacht werden, wenn das offensichtlich so einfach ist, dass ich da rankomme. Also ich habe tatsächlich auch Ha, du hast relativ tatsächlich gesagt. stimmt. Ich habe wenig Erfahrung, also wenig bis gar keine Erfahrung mit Geldwerttransport. Das war bei mir bisher irgendwie, was so Job anging, nie wirklich auf der Agenda. Ich fände es mal interessant, mich darüber zu informieren. Wobei ich durchaus verstehen kann, dass da die Firmen mit Sicherheit auch jetzt nicht mit ihrem Wissen und ihren Informationen quasi hausieren gehen. Aufgrund der Brisanz des Themas. Aber es würde mich schon mal interessieren, warum sie einige Sachen machen und wie. Im Endeffekt bin ich von meinem jetzigen Standpunkt, ohne es genauer zu wissen, aber auch der Meinung, der Geldwerttransport gehört halt zu einem, muss man es leider sagen, heute noch nach wie vor Niedriglohnsektor. Ja, wie alles andere So, auch, gebe ich dir vollkommen recht. damit kannst du dir halt ausrechnen, warum diese Überfälle so gut funktionieren. Weil es halt, also da wird es mit Sicherheit irgendwelche Vorgaben geben und Anforderungen, aber man kennt es aus anderen Bereichen genauso. Oder auch jetzt zum Beispiel das Beispiel, das du mit der Steuer genannt hast. Ja, sie können jetzt 600 Euro pauschal von der Steuer wiederbekommen. Ja, wenn ich 1000 Euro vorher schon quasi Ja. ausgenutzt habe, so, das ist halt, also das sind, will nicht ausschließen, dass es da auch Anforderungen gibt, die man relativ leicht aushöhlen kann, und das ist jetzt die Quittung, die man dafür bekommt. Aber du hast mich Auf gerade auf eine total spannende Idee gebracht.
Und das würde ich jetzt mal unabgesprochen mit dir hier mal diesen Aufruf starten. Ich habe eine Ahnung, was jetzt kommt. Du sagst mir einfach, was du gedacht hast. Du willst ein Interview machen mit jemandem, der bei Gateway-Transport arbeitet. Oder anderen spannenden Bereichen. Vielleicht auch aus der Administrative heraus, der uns nicht nur erzählt, wie der Job ist, sondern der uns vielleicht ein bisschen so Einblicke geben kann. Wir kriegen das bestimmt auch anonym hin mit irgendeinem Stimmverzerrer oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr da draußen, weil wir haben ja, bald steht ja Ostern und wieder Sommer vor der Tür, da werden wir sicherlich auch unsere Pausen einlegen. Also wenn ihr tatsächlich aus solchen spannenden Bereichen kommt und uns ein bisschen mal was zu Strategie, zu Weiterentwicklung, neuen Techniken oder ähnlichen erzählen wollt und könnt, dann seid ihr ganz herzlich hier eingeladen. Schreibt uns auf den Kanälen, wo ihr uns auch immer hört, seht, findet, Twitter, Instagram. Ja, wir haben noch nie eine Mail bekommen an sicherheitsphilosophen@gmail.com oder an meine Adresse. Also ihr habt die unterschiedlichen Kanäle. Wenn ihr da jemanden kennt oder selber daran arbeitet, meldet euch mal bei uns. Das würde uns, glaube ich, sehr, sehr interessieren. Und wenn wir das dann noch verbinden können mit vor Ort und sich was anschauen und dort das Interview führen, natürlich unter den Corona-Voraussetzungen, das wäre natürlich mega geil. Und Routenpläne und Schwachpunktpläne könnt ihr auch gerne. Und Summen bitte. Wir brauchen Geld. Der Podcast läuft zwar gut, aber das müssen wir versteuern, wie ihr festgestellt habt. Wir möchten jetzt eine Villa kaufen. Wir möchten jetzt unversteuertes Geld. Wir möchten jetzt, bezahlt uns mit unversteuertem Geld. Einfach gut. An die IBAN DE 96 100. Irgendwer kriegt heute Geld. Irgendjemand kriegt heute Geld. Herzlichen Das war Dank. Das Thema zum Geldtransport. Jetzt kommen wir zum Thema. Mach du. Ich höre zu. Ich trinke mein Astra weiter. Gott, wir werden noch den ganzen, also das mal nur mal so als Fun-Fact. Ja, wir müssen mal ein bisschen hinne machen, wir müssen nämlich gleich weg. Richtig. So. Und da muss er mich noch ein bisschen ertragen und ich habe, glaube ich, noch zwei Astra im Kühlschrank. Also es wird jetzt eine traurige Nachricht. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du dieses Statement jetzt ja so ein bisschen mit Trauermusik unterlegen. Ja, das habe ich nicht. Man mag es kaum glauben, aber der Attila. Das trifft's auch. Der Attila Hildmann ist verschwunden. Und jetzt nicht verschwunden in Form von, komm, wir gehen mal im Wald spazieren, du, ich und mein Spaten, sondern der ist untergetaucht. Und zwar hat der Spiegel, ja, Anfang der Woche veröffentlicht, dass aus Ermittlerkreisen bekannt geworden ist, dass sie Attila Hildmann nicht mehr finden können. Es gibt wohl vom Bezirks, nee, nicht vom Amtsgericht Tiergarten, gibt es wohl einen offenen Haftbefehl gegen Attila Hildmann wegen des Aussprechens. Ach nee, Quatsch, das hat er geschrieben, so ein Schwachsinn. Hildmann hat das in seiner Haftbefehl, genau. Genau, es gibt einen Haftbefehl gegen ihn wegen seiner Hetze unter anderem und Hildmann hat es jetzt in seiner Telegram-Gruppe natürlich benutzt als, ja, er wird gesucht wegen des Aussprechens der Wahrheit, der Depp. Er sei auch der Meinung, oder er ist gerne Corona-Leugner Nummer 1, aber stellt sich halt nicht. Und soweit ich das hier nachlesen konnte, wurde der eigentlich auch observiert. Die hatten dem ja schon mal Laptops und Handys abgenommen und haben ja eine Durchsuchung bei dem gemacht. Und der war eigentlich auch in der Observierung, wenn ich das richtig gelesen hatte. Aber aus irgendeinem Grund ist Atti jetzt verschwunden. Ganz komische Sache. Finde ich auch interessant, dass der Typ, der sich hinstellt, sagt, er will der nächste Reichskanzler werden und er ist der krasse Übertyp, jetzt quasi abtaucht, weil er offensichtlich doch Angst vor der Polizei hat. Ich glaube, Extra 3 oder die Heute-Show hat es auch schon verarscht mit Attila Hildmann ist untergetaucht, er trägt jetzt die ganze Zeit Maske, damit die Polizei ihn nicht sehen kann. fand ich ganz witzig. Ich bin mal gespannt, wo das hinläuft. Man kann eigentlich nur hoffen, dass er jetzt endlich mal zur Rechenschaft gezogen wird. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass die Ermittlungen da so lange dauern bei seinen ganzen Äußerungen. Ich kann verstehen, dass es nicht einfach ist, das vernünftig zu begründen, dass seine Aussagen halt nicht so ein Ding sind à la, ja, da habe ich halt mal über die Stränge geschlagen,
sondern dass man das halt wirklich lupenrein und wirklich vernünftig machen will, damit man den dann auch wirklich hintergeht, kriegt. Vor allem, was du da Weil nicht ich. vergessen darfst an dieser Stelle, das ist ja massenhaft an Material, an Ja. Ich Telegram-Chats, kann, wie gesagt, an ich kann das YouTube. verstehen. Ich kann das verstehen, aber es gilt trotzdem nach wie vor, die Staatsanwaltschaft Berlin ist eine der langsamsten in ganz Deutschland. Und ich finde es wirklich, es ist ein falsches Zeichen, dass das hier so lange dauert. Die Punkte für diesen ganzen Aussagen. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schlecht, dass die Polizei eine Wohnungsdurchsuchung macht, Laptops und Handys mitnimmt und glaubt, dass man ihn damit mundtot gemacht hat. Also das ist so, also beziehungsweise die, man hat das ja damals gemacht mit der Begründung, es sollte verhindert werden, dass er über das Internet weitere Hetze betreibt, wo ich mir denke, also heutzutage sich schnell ein neues Handy zu beschaffen, um dann auf seine normalen Chats wieder zugreifen zu können, das ist halt in 20 Minuten gemacht. Also, Ja, ich find, das Zeichen war das Richtige, die Durchführung war eine schlechte, weil im Endeffekt hätten sie ihm sein Konto einfrieren müssen, damit er da nicht mehr rankommt, beziehungsweise es deutlich erschwert hat, weil wenn ich ihm nur das Handy wegnehme, geht er in den nächsten Laden, kauft sich für, weiß ich nicht, oder kauft sich bei eBay Kleinanzeigen für 300 € ein gebrauchtes. Sobald er sich bei Telegram anmeldet, wird ja sein komplettes Profil hergestellt. Ja, toll, hast halt nichts mit gewonnen. Also das fand ich auch ein bisschen, das hätte man besser machen können. Aber gut, ist jetzt nun mal so. Hoffen wir, dass Atti verschwunden bleibt und dass wir seinen Blödsinn nicht mehr hören müssen. Hoffen wir, dass die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis kommt, dass er verknackt werden sollte und dass die Polizei Atti dann in seinem kleinen Atomschutzbunker oder in seinem kleinen Loch wie Saddam findet und wir ihn dann vor Gericht stellen können. Ja, also mehrere Punkte dazu. Also erstmal fällt mir zu ihm natürlich Folgendes ein. Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Das Problem. ist ein ganz großes Problem bei ihm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Zwei Ergänzungen Kennst du vielleicht. das Ding? Kennst du das Ding, wo der die Basketballmannschaft über Ja. Alter, der Typ, der geht Willi gerade. will's wissen, der Typ ist Hammer. Ich Ja, habe ihn schon als der Kind ist bei einer, geliebt, aber. der ist bei einer Basketball, also das ist das Intro von dem Ding, das ist auch öffentlich ausgestrahlt worden. Da sitzt er in einem Rollstuhl mit anderen Kindern und sagt, ja, zwischen euch und mir gibt's einen Unterschied. Wisst ihr welchen? Dann steht er aus dem Rollstuhl auf, stellt sich vor die Kinder und sagt, ich kann gehen, ihr nicht. Also Ja. sorry, aber Na, ey, bitte. na, ach Gott, das ist auch so ein Fass, wo ich wahrscheinlich eine komplett andere Meinung habe als du. Aber die Zeit haben wir heute nicht Die dafür. Zeit haben wir heute nicht dazu. Deshalb sage ich, das muss man immer im Kontext betrachten und Aber auch. du kannst trotzdem so eine Aussage nicht bringen. Also bitte. Ja, es gibt ganz, ich bin dafür nicht gut genug vorbereitet. Es gibt einen ganz wunderbaren Bericht dazu, weil das ja einfach als Memes durchgegangen ist, ganz gewaltig, der das ein bisschen aufschlüsselt. Und er hat ja selber eine Stellungnahme dazu gegeben, ja, wurscht. Gibt auch noch andere mega geniale, mit Frisur und Helm und so, also, ja. Hatte tatsächlich mal ein bisschen recherchiert, der hat, also es ist ja nicht die einzige Anmod, die er, also Richtig. Naja, die das ist ist halt deutlich sein, das ist sein daneben Stil geht. gewesen, um einfach zu verdeutlichen, will ich jetzt mal so Ja, sagen. aber also Ja, irgendwann aber wird's darüber schief wollen gehen. wir gar nicht, das ist ja Nee, nicht das Thema. das ist nicht unser Thema. Zum nächsten Thema oder wolltest du noch was Ich wollte einschieben? zwei Anmerkungen machen. Erste Anmerkung ist ja, dass das vor allem, dass es jetzt spannend wird, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, was seine Desinformationskampagne an dieser Stelle ist. Er hat ja relativ schnell auf seinem Telegram-Kanal gepostet gehabt, dass er ein Foto, dass er ja nur im Urlaub in der Türkei sei und das Bild, was er dort reingestellt hat, kann man dahingehend verifizieren, dass das Bild tatsächlich in der Türkei aufgenommen wurde, aber tatsächlich nicht. Ha, schon wieder tatsächlich. Aber Doppelt sogar. jedenfalls nicht, ich ergänze das Wort an dieser Stelle, hätte tatsächlich gepasst, aber Schon wieder. tatsächlich nicht, ob Schon wieder. das heute aufgenommen wurde oder die Tage aufgenommen wurde oder ob das ein altes Bild ist. Und das zweite Thema, was ja überraschend war, ist ja, dass er sein Haus hat leerräumen lassen. Also ist ja eine Umzugsfirma vorgefahren und hat alles rausgenommen und mitgenommen. Ach so. Ja, das kam irgendwie jetzt die Tage nochmal. Und zu der Arbeit der Staatsanwaltschaft, ja, also das ist ja so ein bisschen was, wo ich dir nur recht geben kann. Sie ist nicht nur langsam, sondern sie ist einfach auch
in den sozialen Medien überhaupt nicht vertreten gewesen. Apropos soziale Medien, ich habe da so einen wunderbaren Kurs entwickelt. Schaut den euch mal an, ist hier irgendwo auch verlinkt in den Shownotes. Aber unabhängig davon, es gab ja relativ früh in dieser Querdenkerbewegung, gab es ja den Aufruf, Safe Places zu organisieren für Leute, die höchstwahrscheinlich durch die Regierung bla 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 verfolgt werden. Und da sind ja Vorbereitungen getroffen worden von diesen Strömungen, Bewegungen, ob das nur Querdenken 711 ist oder andere Bewegungen, die sich damit vermischen, sei ja mal jetzt an dieser Stelle dahingestellt. Aber diese Aufrufe gab es schon relativ früh. Und wenn ich mir dann so viel Zeit lasse, wie du es gerade auch beschrieben hast, und vor allem Spiegel TV hatte ihn ja noch getroffen vor ein paar Wochen, also Attila Hildmann, und wenn ich mir dann noch so viel Zeit lasse, einen Haftbefehl zu beantragen und ihn ausstellen zu lassen, obwohl die Beweislage, glaube ich, relativ eindeutig ist, wenn ich nur den Zusammenschnitt von Spiegel TV, also allein für Spiegel TV hätte ja ein Haftbefehl ausgereicht für den Beitrag, dann, ja, dann muss ich einfach sagen, dann haben wir hier wieder ein Versagen an dieser Stelle, was mich maßlos ärgert. Man könnte es besser machen, aber irgendwie will es keiner. Richtig. Habe ich das Gefühl. Gut, zum nächsten Thema. Spion im Bundestag. Oh, wir haben schon so viel über den Bundestag gesprochen. Ob das nun der Angriff auf die Reichstagstreppe war, ob das jetzt die Angriffe waren, die durch Einschleusung von AfD-Menschen in den Bundestag waren. Jetzt ist tatsächlich offensichtlich ein Russlandspion vorläufig festgenommen worden, um es mal so zu sagen. Sozusagen. Nicht tatsächlich, aber sozusagen. Diese Person war eingesetzt worden, der als Kontrollkraft für Elektrogeräte im Deutschen Bundestag. Und dadurch hatte er in dieser Funktion hatte er Zugriffe zu den Grundrissen. Ist, glaube ich, auch absolut nachvollziehbar, weil er muss ja halt wissen, welche Steckdosen, Gerätschaften, welche Büros etc. er tatsächlich zu kontrollieren soll. Und dieser... Ja, Moment, aber was hat denn der jetzt kontrolliert? Hat er einfach nur die DGUV-3-Prüfung gemacht? Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Also detailliert wird das hier nicht beschrieben. Aber sorry, wenn der die DGUV-3-Prüfung im Bundestag macht, ja, dann... Also selbst die Leute, die bei uns im Unternehmen die DGUV-3-Prüfung machen, die haben keine Grundrisspläne bekommen. Und ich bin der Meinung, der Bundestag so als sicher... also der Bundestag als hochempfindliches Organ mit all seinen Sicherheitsvorkehrungen sollte das ja wohl hinbekommen, dass man den Typen entweder nicht alleine durch die Gegend laufen lässt oder ihnen abschnittsweise einen Plan gibt, wo welche Technik geprüft werden muss. Aber dass da ein Grundrissplan rausgegeben wird, das geht ja gar nicht. Da arbeiten da nur Idioten? Jedenfalls. Ich glaube, ich muss mich mal auf die freigewordene Stelle beim Bundestag bewerben. Ja, dann wirst du auch, hast du bestimmt ein super Nebeneinkommen vom russischen Militärgeheimnis GRU. Jedenfalls soll dieser 55-Jährige, und das fand ich ganz spannend, ehemalige Offizier der 9. Panzerdivision der Nationalen Volksarmee der DDR auch offensichtlich inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR, also der Stasi, zwischen 1984 und 1990 diese Grundrisspläne an den Militärgeheimnisdienst übergeben haben. Das alles im Kontext, ihr erinnert euch ein bisschen, dass offensichtlich auch dem Militärgeheimdienst vorgeworfen wurde, das IT-System des Deutschen Bundestags gehackt zu haben. Mails von Angela Merkel abgefangen hat, etc., etc. Also jedenfalls hat der Generalbundesanwalt da tatsächlich den Haftbefehl ausgesprochen und die Bundesanwaltschaft dort die Ermittlungen übernommen. Fand ich ganz spannend, alles im Kontext von Wolfgang Schäuble, der ja immer wieder sagt, wir brauchen aber nicht mehr Sicherheit, weil ist alles okay. Ja, Angreifer von außen, Angreifer von innen, einziger Bundestagspräsident oder einzige Politiker, der eine eigene Polizei unter sich hat, aber ist alles schick und alles schön und im Bundestag passiert ja, nichts. Eine eigene Polizei, die keine richtige Polizei ist, ja, tatsächlich. Aber so nichtsdestotrotz. Ich finde es trotzdem irgendwie schlecht. Also alleine auch schon, ich finde sowieso, die Sicherheitsorgane im Bundestag machen momentan nicht gut von sich reden. Nee. Damit meine ich einmal die Leute, die von der AfD eingeschleust werden konnten. Dann jetzt quasi wieder das Ding mit, es gibt für
mehr Lobbyisten, Hausausweise als für Parlamentarier, wo ich mir auch denke, also irgendwie muss doch auffallen, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Jetzt das Ding hier mit dem russischen Spion. Weiß nicht, das sind alles so für mich Themen, wo ich aus Sicherheitsgründen schon lange gesagt hätte, Jungs, irgendwie läuft bei euch nicht. An dieser Stelle solltet ihr einen Auftrag haben, weil ihr mal eine Beratung für den Bundestag braucht, sicherheitsphilosophen@gmail.com. Wir helfen euch gerne weiter. Wir machen das auch zu einem Zehntel des normalen Preises. Also Wenn ihr sonst eines was braucht. normalen, Moment, 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 Des Moment. normalen Preises, den sie sonst bezahlen. Nein, eines normalen Be Preises eines Beraters für das Bundesministerium der Verteidigung. Also statt 50 Millionen nehmen wir nur 5 Millionen. Ich glaube, selbst für 500.000 würden wir das deutlich besser hinkriegen. Aber gut. Besser hinkriegen, kriegen wir das auch für umsonst, aber. Hauen wir mal jetzt nicht auf die Kacke. So, nächstes Thema. Wir müssen ein bisschen schieben. Wir Bin müssen ich dran hier. oder machst du nochmal? Mach du. Okay, Ich ich schieb mal. das als Hauptthema und das andere verschieben dann. Wir haben ja alle schon, Hauptthema bei 15 Minuten, die wir noch haben. Wir Wir haben ja kommen alle einfach schon später. von dieser tollen Ausschreibung des neuen Sturmgewehrs der Bundeswehr gehört und den ganzen Eskapaden, die es da gab. Ich habe mich einfach mal aus Interesse hingesetzt und wollte mal wissen, wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter? Aktuell ist da immer noch nichts entschieden, denn aktuell wird geprüft, ob Hähnel bei seinem Sturmgewehr Patente von Heckler & Koch verletzt hat. Da dachte ich mir erst, hä, seid ihr doof, warum habt ihr das in der Ausschreibung nicht schon vorher geprüft? Aktuell ist es so, dass es wohl ein Verfahren gibt, weil Heckler und Koch sagt, dass Patente verletzt wurden von Heckler und Koch, die sich oft um die Funktion, also um eine bestimmte Funktion des Gewehrs handeln, ist die sogenannte Over-the-Breach-Fähigkeit, also dass das Wasser aus den Waffen ablaufen kann, wenn du es quasi aus dem Wasser nimmst. Da gibt es offensichtlich von Heckler und Koch ein Patent auf eine ganz besondere technische Lösung. Und Heckler und Koch sagt jetzt, Hähnel hätte das mit einem seiner Gewehre verletzt. Der Witz an der Sache ist, dass diese Patentsrechtsverletzung gar nicht im Zusammenhang mit dem angebotenen Gewehr steht, das der Bundeswehr angeboten wurde. Also der Bundeswehr wurde das Hähnel MK 556 angeboten als Sturmgewehr. Und dieser Patentrechtsstreit bezieht sich auf eine andere Waffe, also nicht auf das MK 556, hat aber trotzdem Auswirkungen auf das ganze Vergabeverfahren. Man will, oder Hänel sagt selber, sie gehen nicht davon aus, oder sie rechnen nach wie vor stark damit, dass sie den Auftrag bekommen. Was Offizielles gibt es noch nicht. Ich habe jetzt nur Gerüchte gehört, dass man Hennel wohl rausgeschmissen hat. Aber wie gesagt, ich habe keine Quelle dazu, ich habe keinen Beweis. Deswegen ist es einfach nur ein Gerücht. Hennel selber sagt aber, sie rechnen noch im Februar damit, dass es eine Entscheidung dazu gibt. Ich muss an dieser Stelle ehrlich sagen, ich habe noch nicht verstanden, warum man Hennel nicht nehmen kann. Das ist wieder so ein typisches Ding von, wir haben uns für einen entschieden. Der alte Ausstatter beschwert sich. Okay, wir haben uns doch nicht entschieden. Okay, wir nehmen den alten Ausstatter, weil der so lange gemotzt hat. Es gibt ja viel Kritik in Richtung von Hänel, könne das nicht alleine stemmen und Hänel hätte da Saudi-Arabien als Muttergesellschaft. Das sind alles so in meinen Augen fadenscheinige Argumente, warum man Hänel nicht will. Ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe es nicht. Ich habe tatsächlich mit dem G36, da war es wieder, mit dem G36 in meiner Bundeswehrzeit nie ein Problem gehabt. Habe damit gut schießen können. Aber wenn ich mir so das Bild von dem MK 556 angucke, glaube ich, dass das zu den Waffen, oder naja, gut, ein 416 ist auch nicht verkehrt. Aber weiß nicht, also ich sehe da jetzt nicht den Grund. Sollen sie doch für die nächste Ausschreibung jetzt mal Hänel ausprobieren? Wenn sie merken, dass scheiße ist, können sie beim nächsten Mal wieder Heckler und Koch nehmen. Also. Weiß ich nicht, ich bin da irgendwie aktuell noch so mehr auf der Seite von, hey, probiert doch mal was Neues aus, es kann ja nicht so schlimm sein. Also schlimmer als Als bisher kann das, es auf was jeden Fall nicht sowieso sein. nicht funktioniert, ja. Das stimmt ja nicht. Also ganz ehrlich, also das G36, das ich in meiner Bundeswehrzeit geschossen habe, oder die ich geschossen habe, ich hatte mit denen nie ein Problem. Okay. Das Problem lag, wenn dann beim Anwender. Also ich habe einmal auf eine fremde Zielscheibe geschossen. Das ist aber halt die Sache, wenn du halt durch deinen dreifach optisches Visier guckst. Zu der Zeit war die Waffe für mich auch noch relativ schwer, weil ich da noch sehr, sehr schmächtig war.
Naja, wenn noch du da nicht so eine Maschine, wie du es jetzt bist. Genau. Da hatte ich auch noch eine hohe Stimme. Ich bin noch wenn keine du da, Maschine. Wenn du da die Waffe irgendwie halten musst, also die hat in Anführungszeichen nur 4 Kilo, aber die ist halt trotzdem ein Stück lang und wenn du die dann halt halten musst und das zum dritten Mal machst und langsam deine Arme zittern und du zusiehst, dass du die Waffe in die richtige Richtung hältst und dann halt durch dein optisches Visier guckst, dann siehst du eine Zielscheibe, ja, dann schießt halt deine 10 Schuss drauf, fertig ist. Wenn du dann zur Zielscheibe gehst und dein Kollege, der dich da immer begleiten muss, dir sagt, yo, hier sind keine Einschusslöcher, da hast du auf die falsche Scheibe geschossen. Ja, ist halt passiert, aber deswegen, weiß ich nicht, die Waffe war für mich deswegen jetzt nicht schlecht. Und ich bin auch der Meinung, es gibt einige Soldaten und Ex-Soldaten, die das ähnlich sehen. Also auch ein Test. Das G36 hat ja unter anderem in einem Test versagt, wo es mit Dauerfeuer beschossen wurde. Also ich kenne keine Schießübungen. Ich wollte gerade sagen, war das nicht auch die Kritik überhaupt gewesen, dass dieser Test nicht praxisnah war oder irgendwie? Der Test ist halt Blödsinn. Wenn du 1000 Schuss in einem Zug durch ein Rohr jagst, ja klar erhitzt sich das und verbiegt sich, wenn es dann zu schnell abkühlt. Also das ist bei einer Kalaschnikow so. Dafür hat man auch beim MG3 damals, beziehungsweise beim MG42 war das, glaube ich, damals im Zweiten Weltkrieg. Da hast du ja auch eine hohe Kadenz gehabt, weil du mit dem halt den Strand befriedet hast. Da haben sie das, ich bin der Meinung, das ist das MG42 gewesen. Ansonsten schreibt uns einen Kommentar, korrigiert mich. Aber das MG42 war so modular aufgebaut, dass du den heißen, sich verziehenden Lauf oder das Rohr konntest du mit wenigen Handgriffen gegen ein neues auswechseln, um genau dieses Problem zu beheben. Also jetzt ein Sturmgewehr zu nehmen, das einen deutlich dünneres Rohr als so ein Maschinengewehr hat, zu sagen, ja, wenn ich da 150 Schuss in 20 Sekunden durchrotze, ja, dann glüht aber der Lauf und der verbiegt sich dadurch. Weiß ich nicht. Also was soll ich denn da jetzt dazu sagen? Ja, ist doch klar. Also, was soll denn da sonst passieren? Glaubt ihr, die Waffe fängt an zu tanzen, sagt so, ja, geil, nochmal 150 oder so. Der Test, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da auch leider nicht aus. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ich würde gerne mal wieder mit dir schießen gehen, aber ich weiß gar nicht, was ist denn mit Schießständen in Zeiten von Corona? Geht doch bestimmt unter Unterhaltung, oder? Die sind auch geschlossen. Spaß und Freude ist halt wie Karnevalsverein. Also, tatsächlich weiß ich das nicht, weil in dem Verein, in dem ich bin, der hat ja nichts mit Schießen zu tun, aber der liegt auch in Brandenburg, aber das zuständige Amt sagt, Vereinspflege oder Geländepflege für den Verein ist vollkommen in Ordnung mit bis zu 100 Mann. Ja. Es darf nur keinen Veranstaltungscharakter haben. Insofern. Also brauchst du immer ein Opfer, auf das du schießen kannst. Nee, das nicht, aber Schießen ist ja eigentlich auch keine Unterhaltung. Und nicht dann, als ob das total selbstverständlich wäre, was ich gerade gesagt habe, übergehst du das einfach. Ja, manchmal ist es halt so. Wie gesagt, Waldspaziergang mit dem Spaten. Aber im Endeffekt, Schießen ist ja quasi ein Training. Jetzt ist halt die Frage, ob das, also Veranstaltungscharakter hat es nicht. Jetzt ist halt die Frage, inwiefern ist dieses Training auch nicht erlaubt oder darfst du da vielleicht nur noch mit 2 Leuten schießen statt mit 5 oder keine Ahnung. Ja, wobei ich glaube, der Coronavirus ist in so einer Schießanlage auch immer das kleinste Problem, vor allem wenn ich da in Berliner Polizei. Den erschießt du ja quasi. Badabum. Um Gottes Willen. So, komm, wir müssen hinmachen. 7 Minuten. Ja, ich habe uns schon angemeldet, dass wir 10 Minuten später kommen. Ach so? Die müssen sich ja noch technisch einrichten. Bestimmt. Oh Mann. Komm, mach dein letztes noch und dann mache ich mein zweites als Hauptthema heute. Okay, aber da muss ich jetzt noch was raussuchen. Google Florian. Oh. Würdest du nicht auch am liebsten ein Handy haben, das abhör- und abhörsicher verschlüsselt und nicht zu finden ist? Ja, hatte ich, bis BlackBerry ihre Produktion eingestellt hat. Nein, da habe ich eine Lösung für dich. Oh. Es gibt sogenannte EncroChat-Handys. Oh nein. Doch. Die sind ja aber auch. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Also es gibt ein Video von Simplicissimus, die über diese EncroChat-Handys berichten. Und einen Tag später habe ich den Artikel gefunden, dass es einen Großeinsatz gegen den Remo-Clan gab. Witzigerweise steht es im Zusammenhang. Denn diese EncroChat-Handys sind spezielle Handys, also Smartphones, wo man aber Kamera, GPS-Sender und ich glaube noch irgendeine Sensorik entfernt hat. Das ganze Betriebssystem ist umgebaut, also ist extra nur dieses EncroChat-System. Also du hast auf diesem Telefon
glaube, zwei, drei, vier Funktionen. Diese Anchor-Chat-Funktion, du kannst, glaube ich, telefonieren. Glaube, du hast noch eine dritte Funktion. Guckt euch das Simplicissimus-Video an, die erklären das richtig gut. Auf jeden Fall war das ein Handy, womit du quasi nur auf eine bestimmte App zugreifen kannst, die besonders geschützt war. Also diese Handys wurden ganz gerne so im kriminellen Bereich Ja, verwendet. gerade So für die sind es ja verkauft worden, ne? genau, die sind extra für die verkauft worden. Also es gibt nicht nur AnchorChat-Handys, sondern da gibt es auch noch andere, ich sag mal, Hersteller oder Vertreiber. Aber AnchorChat sind jetzt die, die lustigerweise hochgenommen wurden. Und der Remo-Clan, weswegen es diesen Großeinsatz gegen Remo gab, die haben auch so eine EncroChat-Handys benutzt. Und das ist den Behörden auch wieder länderübergreifend gelungen, ich glaube, die Server sogar ausfindig zu machen. Die standen in Frankreich und ich glaube in Amsterdam, beziehungsweise nicht in Amsterdam, sondern in den Niederlanden. Und sie haben es geschafft, das wird auch in dem Simplicissimus-Video erklärt, sie haben es geschafft, über eins dieser Handys die Server quasi zu hacken und einen Trojaner aufzuspielen und konnten so über einen längeren Zeitraum sämtliche Chatverläufe, die über diese EncroChat-Handys liefen, mitlesen, sodass sie halt Beweismittel sammeln konnten, und haben dann in einer quasi abgestimmten Operation haben sie halt relativ viele Leute hops genommen. Also der Spiegel schreibt dazu, EncroChat zählte rund 60.000 Kunden in über 120 Ländern zu sich. Ein Großteil dieser Kunden, laut Simplicissimus, kam aus Europa, also aus, ich glaube, Deutschland, Frankreich, Niederlande waren, glaube ich, die drei Länder, wo ich glaube 25.000 Leute diese Handys benutzt haben sollen. Und unter anderem haben sie jetzt halt den Remo-Clan damit rangekriegt. Und haben bei denen in 20 Häusern und Wohnungen haben sie Durchsuchungen durchgeführt und haben unter anderem ja Drogen noch und nöcher gefunden, Kriegswaffen. Ja, also wir reden hier nicht von dem kleinen Scheiß, den du irgendwo kaufen kannst, sondern schon krasse Schon Zeug. gutes Zeug. Sie haben, glaube ich, auch eine ganze Menge Bargeld festgestellt, beziehungsweise sichergestellt. Und es sind sogar zwei Personen vom Remo-Clan festgenommen worden. Das BKA war hier wieder mit im Boot. Das hatten wir letzte Woche bei einer anderen Aktion auch noch, falls ihr euch erinnert. Also diese ganze Arbeit oder dieses ganze Cyber-Security, Cyber-Kriminalitäts- Thematik wird immer interessanter. Was ich aber gut finde, ist, dass die Behörden offensichtlich langsam Fuß gefasst haben und genau, also nicht genau wissen, aber inzwischen wissen, wie sie damit umgehen müssen und jetzt langsam die notwendige Kompetenz erworben haben, um sich da auch ja, Beweise zu sichern und da langsam mal gegen vorzugehen. Finde ich echt gut. Wobei man ja mal wieder dazu sagen muss, ich spiele jetzt mal den Spielverderber an dieser Stelle. Das waren ja nicht die deutschen Behörden, die diese Kompetenz aufgebracht haben, sondern das waren ja, glaube ich, die Franzosen und die Belgier gewesen, die sich da Ja, aber reingehackt haben. das BKA ist ja immer mit dabei. Und bei dem letzten, ich komme gerade nicht mehr drauf, was es war, da ging es auch um irgendwelche Server. Da war das BKA, ach ja, da ging es hier um Imhotep. Da war das BKA Stimmt, das führend hattest du mit erzählt, ja. dabei, genau, da war das BKA führend mit dabei, quasi die Server für den Imhotep-Virus lahmzulegen und zu übernehmen. Also also das Gute ist ja, sie arbeiten in einem Verbund, was in Ja. der EU ja das Ziel war. So. Und damit sieht man ja auch wieder, dass sie das ganz gut hinbekommen. Hier steht noch drin, dass rund 8 Millionen Chatnachrichten von den EncroChat-Usern in Deutschland beim BKA gelandet sind. Also Ich glaube, 8 Millionen Chatnachrichten, da das wird ist noch eine schon. ganze Menge kommen. Ja, und das finde ich gut. Also alleine, dass sie halt jetzt langsam auf diesem Niveau sind, dass sie anfangen können, ich sage nicht Ja. vielleicht unbedingt mitzuhalten, aber schneller darauf zu reagieren. Und dass die Vernetzung offensichtlich zumindest, ich sage mal, in Mitteleuropa da so gut funktioniert, dass man da sogar länderübergreifend koordiniert Aktionen startet, dass man da aber auch so zusammenarbeitet, dass man in vielen Ländern mehrere Leute bekommt, finde ich echt geil. Ja, übrigens nochmal zwei Anmerkungen einfach für uns. Wir waren da mal wieder vor der Zeit gewesen. Ich habe gerade nachgeguckt, vor genau 10 Folgen
nämlich in der Folge 22, haben wir tatsächlich schon das erste Mal über, ich sag mal, eine Auswirkung der EncroChat-Ermittlungen gesprochen. Kannst du dich vielleicht dran erinnern, als wir darüber gesprochen hatten, dass in den Niederlanden diese 7 Foltercontainer entdeckt wurden? Ja, das kam in dem Simplicissimus-Video nämlich auch vor und ich dachte mir so, hä, die Szenen habe ich schon mal gesehen. Genau, also da habe ich jetzt gerade eben nochmal nachgeguckt, dass da genau das ja Thema gewesen ist, worüber wir ja schon mal gesprochen hatten. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann wir die Folge hatten, aber vor genau 10 Folgen und vor ein paar Wochen, und ich glaube, und das da herrscht momentan wirklich erhebliche Nervosität im Sinne von, da kommt noch was, weil diese Chatnachrichten müssen ja eben, wie du es auch gerade erzählt hast, zu Attila Hildmann, die müssen ja eben auch erstmal ausgewertet werden wieder. Ja, klar, und man muss ja auch quasi dann belegen können, dass das jetzt nicht so oder so gemeint ist. Richtig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieser Möchtegern-Polizist, wie hieß denn der? Dieser Tim K. war das, genau. Ach, in welcher Folge haben wir denn darüber gesprochen? Ich weiß es nicht mehr, aber der hat ja die Frau Chebli da so häufig. Folge 15. Genau, der hat die Frau Chebli aber so häufig beleidigt. Weiß ich nicht, der hat ja da fast schon auch Hetze betrieben und ist ja auch vor Gericht gelandet. Der hat ja auch ein relativ großes Maul immer gehabt, von wegen, wie krass, was für ein krasser Typ er ist. Und laut Medienberichten hat er dann im Gerichtssaal da gesessen und gesagt, naja, aber das war ja nicht so gemeint und pipapo. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass man das so lange prüft, damit man genau sowas verhindern kann. Genau. Weil im Endeffekt, hat vorher ein großes Maul und beleidigt um sich rum, dann sitzt er im Gerichtssaal und erzählt der Richterin, ja, nee, so war das ja nicht gemeint und ach, das war doch nur ein kleiner Scherz und ach, kommen Sie schon. Und sobald er aus dem Gerichtssaal freigesprochen rauskommt, hat er wieder ein großes Maul und erzählt, was für ein krasser Typ er ist. Also, dass sie das verhindern wollen, kann ich durchaus nachvollziehen. Es ist halt schade, dass es so lange dauert, weil es ein schlechtes Zeichen ist, aber es ist nun mal so. Mhm. In Anbetracht der Zeit, wir sind echt heute ein bisschen unter Druck und unter Zugzwang. Weiß ich nicht, möchtest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich abschließen mit meinem Thema jetzt nochmal, ganz kurz. Nee, du kannst. Warte mal, das hebe ich mir auf. Ich weiß auch gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich mache das, was ich eigentlich vorgesehen habe. Und zwar machen wir eine kleine Zeitreise zurück in den 19. März 2020. Wenn ihr euch erinnert, so ein bisschen von der Zeitspanne her, war das ja genau der Zeitpunkt gewesen, wo wir über den ersten Lockdown wo wir über Homeoffice-Lockdown, Schließung der Ladengeschäfte des Einzelhandels etc. gesprochen haben. Da gab es ein Schreiben des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie an alle Bundesressorts, Länder, kommunale Spitzenverbände, Geschäftsbereichsbehörden, das BMI etc. etc. Der ist auch öffentlich zugänglich und wenn ihr uns jetzt auf YouTube zuschaut, dann seht ihr auch, oder beziehungsweise nachher in den Shownotes verlinkt, aber dann seht ihr auch, worüber ich gerade spreche. Da gab es eine Einschätzung zu Vergabeverfahren und diese Vergabeverfahren sind ja tatsächlich berechtigt, dass man sich da mal die Frage stellen muss, wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt tatsächlich in einer Notvergabe sind und darüber reden müssen, dass wir dort relativ schnell und unkompliziert an Leistungen kommen, die benötigt werden. Und gibt es unterschiedliche Schwellwerte, auf die ich gar nicht im Detail eingehen möchte. Aber ich will jetzt mal darauf eingehen, weil es gab dazu jetzt auch ein spannendes Gerichtsurteil und ein Rechtskommentar an dieser Stelle. Und in diesem Schreiben heißt es, ich beziehe mich jetzt mal nur auf öffentliche Aufträge unterhalb der EU-Schwellengrenze. Und in diesem Schreiben heißt es, auch dort haben wir eine gewisse Dringlichkeit und Notfallsituation und können dann praktisch ohne Teilnahmewettbewerb, den ich ja verpflichtend sonst für öffentliche Ausschreibungen habe, verfahren. Und da gibt es eben einen Paragraph 8 Absatz 4 der Unterschwellenvergabeverordnung. Und die definiert ganz eindeutig, wenn eine Leistung im Falle von Umständen, die der Auftraggeber nicht vorhersehen konnte, besonders dringlich ist und die Gründe für besondere Dringlichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen ist, dann kann auch nur ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Tatsächlich ist das so, ja? Ja.
Und das führt, glaube ich, momentan zu unzähligen Problemen. Und ich glaube, das führt auch zu ganz vielen Problemen, die wir momentan in der Sicherheitsbranche möglicherweise sehen. Ich gebe natürlich keine offiziellen Statistiken und Zahlen bisher dazu, aber das, was ich so aus meinem Netzwerk heraushöre, ist diese Thematik Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen an oder in Impfzentren in einer ähnlichen Art und Weise abgelaufen, dass sich eben die Landkreise, Kommunen, Senatsverwaltungen, wer auch immer da auf regionaler Ebene dafür zuständig ist, so ein Impfzentrum zu betreiben, sich ganz eindeutig hier auf dieses Schreiben beruft, beziehungsweise diese Dringlichkeitsvergabe hat. Das hat nicht nur was für Dienstleistungen oder Auswirkungen auf Dienstleistungen, sondern das hat auch tatsächlich Auswirkungen auf eigentlich alles, was öffentlich vergeben werden muss. Und da gab es, und ich habe das mal aus dem vom Vergabeblog, auch das verlinke ich euch an dieser Stelle nochmal, rausgezogen, ein Kommentar oder erstmal das Urteil, eine Darstellung des Oberlandesgerichts Rostock. Das ist ein Beschluss vom 9. Dezember 2020, wo es eben darum ging, ich glaube, das waren Corona-Tests für Altersheime, wo sich der Auftraggeber, der öffentliche Auftraggeber, darauf berufen hat, auf diese Dringlichkeitsvergabe, dass es dort notwendig sei, dass ja man relativ schnell handeln müsste und sollte und von daher ja eben keine öffentliche Ausschreibung, eine öffentliche Vergabe in dem klassischen Sinne haben müsste, die ja man von anderen Ausschreibungen kennt, wo ich eine Angebotsfrist einreichen muss, wo ich eine Prüffrist habe, wo ich das alles sehr formell habe. Jetzt hat das Oberlandesgericht, und deshalb ist das auch, glaube ich, für uns sehr interessant, und ich kann nur jedem raten, der in Impfzentren rein wollte als Sicherheitsdienstleister, beziehungsweise sich fragt, was da möglicherweise für komische Buden diese Aufträge bekommen haben, sich mit dieser Thematik nochmal ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen als das, was wir hier an Zeit zur Verfügung haben. Aber das Oberlandesgericht Rostock hat bezogen auf die Corona-Pandemie übrigens kein wirklich neues Urteil gesprochen, sondern tatsächlich sich auch auf bestehende Urteile, beispielsweise das Oberlandesgericht Frankfurt, berufen und sagt ganz eindeutig, dass auch innerhalb einer Dringlichkeitsvergabe, ihr erinnert euch das, was ich gerade eben auch vom BMI vorgelesen habe, also es muss eine Leistung in Umständen sein, die der Auftraggeber nicht vorhersehen konnte und besonders dringlich ist. Ich glaube, da sind wir uns allesamt einig. Das ist halt die klassische Corona-Pandemie an dieser Stelle. Die hat niemand hier in Deutschland verursacht und war auch in dem Ausmaße und der Langfristigkeit nicht vorhersehbar gewesen. Aber das Oberlandesgericht Rostock sagt, ich muss nichtsdestotrotz so viel Wettbewerb wie möglich schaffen und dass die konkurrenzlose Direktbeauftragung, das vornherein sowieso exklusiv, also alleinig angesprochenen Unternehmen nach den Grundsätzen ermessensfehlerhaft ist und somit der Vertrag unwirksam wird. Das ist in der Richtung ganz interessant, dass natürlich auch die Fragestellung immer impliziert, welchen Zeitraum habe ich denn? Und dass die Impfzentren nicht vom Himmel gefallen sind, dass wir eine Vorlaufzeit hatten, nämlich dass wir bereits im November darüber gesprochen haben, dass wir erst im Zulassungsverfahren sind. Dann hatten wir relativ lange darüber gesprochen, dass es voraussichtlich der 27. Dezember wird. Dann hatten wir zwar am 27. Dezember in Deutschland den Impfstart, aber nur in den Altersheimen. Dann wurden erst Impfzentren gebaut. Und dann auch tatsächlich erstmal gar nicht in Betrieb genommen, weil ja kein Impfstoff zu Anfang vorhanden war. All das sind Faktoren und Verfahren, wo man tatsächlich sagen muss, ist denn überhaupt die Voraussetzung einer Dringlichkeitsvergabe überhaupt gegeben? Also man müsste jetzt prüfen lassen, ist tatsächlich das Impfzentrum wirklich von heute auf morgen vom Himmel gefallen? Oder ist das tatsächlich, ja, schon wieder zweimal tatsächlich hintereinander, oder ist es war es nicht vorhersehbar, dass Impfzentren kommen? Also hätten die öffentlichen Auftraggeber nicht ausreichend Zeit gehabt, in eine Vorausschreibung zu gehen? Und vor allem, sagt das Oberlandesgericht Rostock eben auf Bezug auf diverse andere Urteile, unter anderem Oberlandesgericht Frankfurt von 2014 oder Düsseldorf von 2008 sogar,
Naja, wir brauchen also eine Direktvergabe ohne Wettbewerb oder minimalsten Wettbewerb, sprich mindestens 3 Angebote einholen, ist nicht von der Dringlichkeitsvergabe unterworfen. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Das kann man sich auch nochmal im Detail, ich habe mir das wirklich hier angeschaut, sich im Detail auch wirklich anschauen. Ich verlinke euch das alles in diesen Shownotes. Die Voraussetzungen können wir auf der einen Seite diskutieren. Es wird beispielsweise auch in der Rechtsliteratur davon gesprochen, dass kumulativ, also zusammenfassend, alle 3 Voraussetzungen, nämlich äußerst dringliche und zwingende Gründe, Einhaltung der Mindestfrist nicht möglich und fehlende Vorhersehbarkeit, und vor allem bei der fehlenden Vorhersehbarkeit würde ich sagen, allein die ist schon überhaupt nicht gegeben, weil die Impfzentren waren geplant und vorhersehbar. Aber ich müsste wenigstens so viel Wettbewerb wie möglich eröffnen, vor allem wenn ich geeignete Wettbewerber am Markt habe. Und seien wir mal ehrlich, Sicherheitsdienstleister gibt es wie Sand am Meer. Man kommt zum Ergebnis, dass das eigentlich, und dann schließe ich auch tatsächlich mit diesem Rechtsvortrag hier, dass das eigentlich nicht mal eine Dringlichkeitsvergabe ist, sondern nur eine Interimsvergabe, also eine zeitlich befristete Vergabe, sodass praktisch eigentlich jetzt die ganzen Impfzentren bzw. die Betreiber der Impfzentren in eine vernünftige Ausschreibung gehen müssen und dann eben möglicherweise A, dass die Verträge gar nicht rechtmäßig zustande gekommen sind, ihr gegebenenfalls Schadensersatzanspruch habt, wenn ihr als Dienstleister betroffen seid, aber vor allem, dass jetzt die Impfzentren in eine zweite Runde gehen müssen, in denen sie sich damit beschäftigen müssen, eine vernünftige Ausschreibung auf den Markt zu bringen. Das ist ganz spannend und ich glaube, da passiert viel, viel Klamauk gerade am Markt. Alles gar nicht so rechtssicher, vor allem wenn man sieht, was das für Buden sind, die teilweise, also nicht natürlich nicht alle, wir wollen das hier gar nicht pauschalisieren, aber im größten Teil da auch drin sind. Ich habe neulich, musste ich einfach abschalten bei Kabel 1, was ich sonst gerne gucke, Achtung Kontrolle oder sowas. Das sind, es ist grauenhaft, auch was für Rechtsverstöße man da auf den ersten Blick sieht, etc. Also von daher, ganz spannendes Thema, wenn ihr euch damit mehr beschäftigen wollt, das ist alles hier verlinkt in den Shownotes, ganz spannendes Thema und ich glaube, das wird uns auch noch sehr, sehr lange beschäftigen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Thematik Vergabe von Asylbewerberheim, Betreiberlösung etc. Wie lange wir da auch nach 2015 noch angestrebte Gerichtsprozesse etc. hatten, alles das wird sich jetzt wiederholen, weil weder Staat daraus gelernt hat, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den man innerhalb der Pandemie nicht machen müsste. Andere Fehler, darüber können wir diskutieren. Das ist eben für alle die erste Pandemie, aber das müsste man nicht machen. Und vor allem, dass es eben genug Deppen gibt, aber auch das haben wir schon sehr ausführlich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle besprochen, die eben genau solche Aufträge annehmen, ihre Mitarbeiter nicht mal mit 5 vernünftigen FFP2-Masken ausstatten und andere Probleme dort haben. Das soll es aber an dieser Stelle tatsächlich auch von meinem Monolog erstmal gewesen sein. Ja, schön. Ich habe dir ganz gebannt zugehört, auch wenn das überhaupt nicht so mein Thema ist. Bin mal gespannt, wie sich das dann noch, sag mal, zieht, beziehungsweise was wir dann noch so an Informationen bekommen werden. Mit Blick auf die Uhr, so leid uns das tut, werden wir aber jetzt wahrscheinlich hier einen Schlussstrich ziehen müssen. Ich weiß, ihr seid immer ganz betrübt, wenn unsere Folge endet und ihr könnt es kaum erwarten, dass wir eine neue Folge machen. Aber warte, ich muss uns mal was sagen. Ich fand, das war jetzt eine richtig gute richtig gute Folge. Mal wieder. Wir hatten auch ein paar schwächere zwischendurch, aber ich fand, die war richtig gut und da gehört uns einfach mal so ein wunderbarer persönlicher Applaus an dieser Stelle. So hört sich das übrigens an, wenn Florian sich ein Soundboard gekauft hat und das Geld dafür quasi auch wirklich sinnvoll investiert haben will. Deswegen nutzt er sein Soundboard. Ein bisschen so. Genau. Ich spiele das Intro, du machst die Abmoderation. Ich wünsche euch in diesem, oder Outro müsste ich ja eigentlich sagen. Ich wünsche euch in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt anständig, rennt Montag nicht oder rennt heute nicht sofort zum Friseur. Also von daher, schöne Woche und die letzten Worte gelten wie immer für Raphael. Ja, Jungs, ne? Dann schönen Tag, schönen Mittag, schönen gute Nacht und wir hören uns in 2 Wochen. Bis denn, ciao. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.